Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. In der Luftfahrtbranche war zuletzt einiges los. Die Pleite von Air Berlin hat natürlich die Frage aufgeworfen, wer kann davon profitieren? Gibt es Profiteure? Schauen wir uns die Luftfahrtbranche ein bisschen genauer an. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich bei mir an der Börse Vivien Spanberg von Vontobel. Hallo. Frau Spanberg, ich habe schon gesagt, einiges los in der Luftfahrtbranche. Aber gucken wir erstmal auf die Lufthansa, denn auf die Aktie wollen wir nachher auch nochmal genauer gucken, inwieweit die Lufthansa Profiteur der Air Berlin Pleite ist. Aber vor allem jetzt gab es auch eine neue Meldung. Die Lufthansa hat sich geeinigt mit der Gewerkschaft Cockpit endlich mal auf einen Tarifvertrag. Das ist ja dann eine gute Nachricht. Die Aktie ging auch dementsprechend gestern, jetzt haben wir hier einen Langfristchart, aber gestern auch nochmal richtig ab. Also das waren sehr, sehr gute Nachrichten gestern, die Lufthansa um 17 Uhr ungefähr da veröffentlicht haben. Nach jahrelangem Hin und Her und 14 Streikrunden haben sie jetzt endlich ihren Tarifvertrag abgeschlossen. Die müssen jetzt noch am Ende durch die Vereinigung Cockpit nochmal im Endeffekt nochmal durchgehen, damit es abgesegnet wird. Aber alles scheint am Ende daraus hinauszulaufen, dass endlich der Tarifvertrag unter Dach und Fach ist. Was natürlich für große Airlines immer schwierig ist, Tarifverträge auszuhandeln oder da auch irgendwie auf einen Konsens zu kommen, dass die Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auch wieder glücklich ist. Hier sind dann die Umstellung der Pensionszahlung eigentlich sehr, sehr positiv für Lufthansa gewesen. Das sind fast Millionen Beträge, die da monatlich wirklich Lufthansa zugute geschrieben werden. Und deshalb ist die Aktie gestern Gewinner im DAX gewesen und hat 2,5% gemacht. Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Und dann, wie eingangs erwähnt, Air Berlin pleite. Ist jetzt die Frage, ja, Lufthansa quasi lachender Profiteur im Hintergrund, Monopol auf manchen Strecken. Also beflügelt das die Lufthansa jetzt nochmal zusätzlich? Das ist nochmal ein zusätzliches Giveaway gewesen, das jetzt die Lufthansa noch bekommen hat. Durch die Air Berlin pleite haben sie eigentlich, wollen sie auf Düsseldorf und auf München eigentlich die Strecken bekommen für ihre Billigfluglinie Eurowings. Und da wollen sie auch ein bisschen die Vorherrschaft vor Ryanair, dass sie ein bisschen Ryanair wieder wegdrücken vom Markt. Hier wollen sie Air Berlin die Teile dann wieder großzügig übernehmen, zusammen mit Eurowings, zusammen, dass sie hier wieder gut startklar sind. Lufthansa hat aber das Problem, dass die Kartellbehörden manchmal da so ein bisschen drauf schauen, weil wenn sie alles für Air Berlin übernehmen, dann haben sie schon ein relativ großes Monopol. Deshalb haben sie sich eigentlich EasyJet so ein bisschen mit reingekauft, dass die noch kleinere Teile von Air Berlin übernehmen sollten. Mhm. Und wenn das alles eigentlich gut über die Bühne geht, dann ist das für Lufthansa wirklich ein wirklicher Gewinn. Wenn wir uns die Aktie jetzt anschauen, Langfristchart, Dreijahreschart, sieht durchaus beeindruckend aus. Mhm. Zum einen ist dann natürlich immer die Frage, ist bei so einer Aktie dann überhaupt noch Luft nach oben oder ist jetzt mal die Zeit für die Gewinnmitnahmen gekommen? Und natürlich auch, es gibt ja dann trotzdem auch einfach so ein paar strukturelle Probleme in der Luftfahrtbranche jetzt so generell. Also wachsen die Bäume dann weiterhin für die Lufthansa und die Aktie dann in den Himmel? Year to date hat die deutsche Lufthansa oder die Lufthansa-Aktie fast 100% gemacht. Das ist schon, wenn man dabei gewesen wäre, natürlich sehr positiv. Wenn man sich jetzt den Chart anguckt, denkt man, eigentlich müsste die Aktie nochmal korrigieren, damit sie überhaupt wieder fundamental auf ihren Daten steht. Luftfahrt ist insgesamt sehr schwierig zu bewerten, aber auch Boeing und Airbus haben da irgendwie ihre kleinen Problemchen. Lufthansa steht jetzt durch Air Berlin eigentlich relativ gut da. Es kommt aber darauf an, wie sie das überhaupt mit den Schulden, also wie sie das überhaupt stemmen wollen, wie sie auch ihre Gehälter durchbringen können, die sie jetzt durch die Tarifrunden oder durch den erlegten Streik jetzt erstmal ad acta gelegt haben. Wie sie das alles finanziell stemmen können, ist wichtig, aber wie die Aktie darauf reagiert, wenn jetzt erstmal nichts weiteres passiert, könnte es positiv sein. Nichtsdestotrotz haben Bloomberg-Analysten erstmal ein Kursziel von knappen 22,60 angegeben für die nächsten 12 Monate. Das ist unter dem aktuellen Kurs von der Lufthansa, also könnte man davon ausgehen, dass sie eher seitwärts stagniert oder ein bisschen fällt. Jetzt haben wir uns heute ein Produkt mitgebracht. Jetzt ist natürlich immer die Frage, welche Marktmeinung sollte man dementsprechend haben, dass dieses Produkt quasi auch was bringt. Ist das dann dieses so eher stagnieren, eher so ein bisschen seitwärts? Also man geht davon aus bei diesem Produkt, es hat einen Bonusbetrag von 30 oder auch ein Cap von 30, dass die Aktie der Lufthansa nicht über 30 steigt, aber nichtsdestotrotz auch nicht unter 18, also nicht unter die Barriere fällt. Das sind fast 26% oder 27% Abstand, die jetzige Barriere vom jetzigen Kurs der Lufthansa hat. Die Lufthansa steht im Moment, glaube ich, knapp bei 24,50. Also ist noch ein bisschen Luft nach unten. Und das ist knapp 8 Monate Laufzeit. Also da sollte sich die Lufthansa zwischenpendeln. Und dann gibt es am Ende der Laufzeit diese 30 Euro ausgezahlt, was eine Rendite von knappen 8% entspricht. Das heißt, was darf jetzt bei dem Produkt, bei dem Bonus-Cap-Zertifikat quasi auf keinen Fall passieren? Auf keinen Fall passieren darf sie unter die Barriere fallen. Wenn es das sollte, dann geht die 1:1 wie die Aktie. Wenn sich die Aktie dann wieder auf 30 erholt, kriegt man trotzdem 30 ausgezahlt. Und sie
sollte nicht über die 30 steigen, weil man an der Upside nicht partizipiert. Mhm. Darüber hinaus gibt es einfach generelle Risiken, die man bei der Produktart beachten muss? Generell ist hier zu achten, dass die erstens Laufzeit begrenzt ist und zweitens, dass die Einflussfaktoren nicht nur der Basiswertkurs, also nicht nur die Aktienbewegung ist, sondern auch die Volatilität, die Zinsen und etwaiges, das sollte man noch im Hinterkopf behalten. Also und Emittentenrisiko natürlich grundsätzlich bei allen Produkten dieser Sorte. Jetzt gucken wir doch mal, kriegen wir so bei unserem Schlussbildschirm. So, da ist er. Frau Spanberg, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Danke. Ja, liebe Zuschauer, soweit der Blick auf die Luftfahrt, vor allem natürlich die Lufthansa und die Lufthansa-Aktien entsprechendes Produkt dazu. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.